நான் பார்க்கும் நான் பாரியாம் நான் பாரியாம் Willkommen zu Frequent Traveler TV und dann schalten wir direkt wieder um auf die richtige Kamera und zwar haben wir heute wieder für euch, weil es der 1. Februar ist, die meinen Schnäppchen, die meinen Highlights für den Monat Februar, die wir euch vorstellen. Und ihr wisst ja, wie immer, die Meilen-Schnäppchen sind eigentlich fast schon das Spannendste für uns Viehflieger, oder? Ähm, die Angebote werden wir gleich durchgehen. Äh, wichtig ist, es gibt immer noch die Kreditkartenaktion. Es gibt noch ein paar Sachen, die vielleicht interessant sind äh, im Leben, die wir auch erwähnen sollten. Zum Beispiel das Online-Shopping ist natürlich auch wieder eine beliebte Möglichkeit, um Main-Punkte und Status Leider nicht zu sammeln, aber natürlich Punkte auf jeden Fall. Status gibt es leider bei Kreditkarten umsetzen nicht. Aber das wäre vielleicht ein Hinweis für Mais und More. Mach das doch bitte. Ja, 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 ja. ja. So, ähm, nochmal an alle, die die Sendung nur schauen und nicht die anderen Sendungen schauen. Wir haben wieder äh, Stammtische und zwar haben wir am äh, 19. haben wir den Stammtisch in Frankfurt am Flughafen, dann in Aachen am 20. und am 21. haben wir den Stammtisch in. Girl. Also, ich freue mich auf euch, und wichtig ist an dieser Stelle, dass wir natürlich auch immer wieder daran denken, kommentieren, abonnieren und so weiter. Ihr kennt das Spiel ja schon, aber lasst uns direkt hier einsteigen, wie das im Englischen so schön heißt. Without further ado, und zwar ähm, ist es so, dass natürlich bei der Lufthansa das neue Statusprogramm jetzt einen Monat am Start ist, ihr schon einige meinen hätte ich fast gesagt, Punkte nämlich sammeln könnt. Und es ist halt so, dass es dort nochmal einen Hinweis geben sollte auf das Thema Lifetime-Status bei Miles and More. Wer also dort ähm, den Frequent Trembler und den Senator-Status auf Lebenszeit erreicht hat, bekommt das wenn man 30.000 qualifying punkte hat gibt es für den ftl 40.000 für den senator lifetime also auch eine schöne geschichte um sich da der lufthansa gruppe weiter zu verpflichten klingt im ersten moment sehr viel aber ich habe viele kunden die durchaus das geschafft haben ja, ja, ja aber die haben auch jahrelang gesammelt ich selber habe nur meinen ftl lifetime und arbeite jetzt hart an meinem senator lifetime dann ist man aus der Qualifikationsecke raus. Das wäre dann so das Thema. Wir haben jetzt ähm, das Thema Miles and More Kreditkarte und wir hatten das Thema ja auch schon vorher und das ist die Miles and More Kreditkarte, die vierfache Meilenumsätze gibt für alle Inhaber dieser Kreditkarte außerhalb Europas. Heißt also, wenn man die Private hat oder die Geschäftliche hat, ist es so, dass man im Zeitraum vom... Ersten, bis zum 31.05.2024 vierfache Punkte bekommt außerhalb Europas. ist doch eine coole Sache. Also wer die Kreditkarte noch nicht hat, sollte diese sich holen. Und ähm, wir haben natürlich dann auch wieder Angebote aus dem Meilen Shopping. Wenn man bei Miles and More Workshop online shoppt, das ist natürlich auch eine coole Geschichte. Da gibt es 30-fache Meilen. Zum Beispiel bei NordVPN. Ich kann euch immer ein VPN äh, empfehlen. Ich selber äh, nutze VPNs seit vielen, vielen, vielen Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten, weil das die einzige Möglichkeit ist und war, da in zum Beispiel in einigen Ländern andere Serien zu sehen. Zum Beispiel, wenn ich in Finnland hier bin, kann ich teilweise deutsche Sachen nicht sehen. Kann ich mit dem VPN aber machen und sagen: Hey, ich bin gerade in Nürnberg, glaube ich immer, ist das? Ähm, dann sehe ich das. Oder aber andersrum, wenn man sagt, na, die haben ja gerade eine neue Serie in den USA gelauncht. Das dauert immer ein Jahr oder etwas länger, bis es diese Serie gibt. Oder diese Serie gibt es in Deutschland nicht, kann ich mir VPN direkt angucken. Wer zehnfache Meilen möchte, kann diese bei Brille24, Lensbest, Jack Wolfskin, Sunglass Sunglasshead, Ray-Ban, Orkley und Lampenwelt bekommen. Achtfache Meilen gibt es bei Liebeskind, Douglas, Laskana, Dyson, Loctane. Sechsfache Meilen gibt es bei Footlocker, Nike, fünffache bei Doc Morris, bei Galaxus und 8000 Meilen gibt es bei Lichtblick. Ganz wichtig ist, dass die Aktion, also das geht immer über diese Shoppingseite natürlich, ne, ist es so, dass in der Aktionswoche vom 10. Das sind ja nur zwei Tage, wieso ist das ein Aktions Ach, Aktionswochenende? Vom 10. bis zum 11. Februar gibt es nämlich bei NordVPN 50-fache statt der 30-fachen Meilen und bei der Lampenwelt gibt es dann 15-fache statt der zehnfachen Meilen. Nur dass ihr es wisst. Also wenn ihr kaufen wollt, geduldet euch ein bisschen, wartet ein paar Tage, dann könnt ihr da direkt Vollgas geben. Und wie immer ist es so, der Valentinstag macht da durchaus seine Schatten. Und diese Schatten sind natürlich äh, im Februar Valentinsmäßig da. Heißt also, dass es dort ein Special gibt. Ähm, da bekommt man bis zu 30% Meilen ähm, auf ähm, ausgewählte Uhren, die man sparen kann. Ja, als Rabatt 30% Meilen auf ähm, ausgewählte Polaroid-Produkte und Lifestyle-Artikel. Ähm, ich muss leider sagen, die Aktion ist vom äh, 1.2. bis zum 29.2., also es geht auch nach dem Valentinstag, aber die Aktionen sind im Moment äh, noch nicht wirklich geladen, weil noch die alten geladen sind. Ähm, ihr könnt ja noch mal schauen, ich, ihr wisst ja, ich nehme das immer etwas vorher auf für euch, damit ihr das habt. Das ist eine kurze Sendung, weil nämlich natürlich hier an dieser Stelle die ganzen Meilenpunkte, Statusgeschichten äh, durchaus äh, schon durch sind. Aber wir haben jetzt die Meilen Schnäppchen-Vorschau und viele von euch sagen: Woher weißt du, welche Meilen Schnäppchen es gibt? Ähm, Lufthansa schickt uns vorab da eine Information an alle Blogger und ähm, Video-Content-Creator oder wie man das nennen möchte. Und daher haben wir schon einige ähm, Sachen, die wir euch sagen können. Ähm, Economy Class fangen wir direkt mit an. In der Economy Class ist es Hin- und Rückflugbuchungszeitraum 1.2. bis 29.2. Das ist ja bei allen so. Nur bei der Kurzstrecke ist der Reisezeitraum 15.3. bis zum 30.4. Da sind Barcelona, Madrid, Stockholm, Göteborg, Athen und Istanbul dabei. Dann Casablanca, Bahrain mit 25.000 Prämien. 15.000 hatte ich ja gesagt vorher für Stockholm und so weiter. Dann Washington 30.000 hin und rückflug. Aber die beiden Casablanca, Bahrain und Washington haben zwar denselben Buchungszeitraum, 1.2. bis zum 29.2. Und ihr merkt, das ist ein Schaltjahr. Ähm, haben die aber einen Reisezeitraum vom 15.5. bis zum 30.6. Also da immer drauf achten. In der Premium Economy gibt es. Auch ähm, ein Reisezeitraum, der der 15.05. bis zum 30.06. ist. Buchungszeitraum 1.2. bis zum 29. Februar. Ich weiß, ich langweilig, ich mit den Daten, aber das wisst ihr schon, weil ihr wollt nämlich wissen. Kuwait, Daman, Riyadh, Bahrain und Almaty in der Premium Economy. Und die Meilen, die am meisten im Bang machen sind in der Business Class, nämlich für 25.000 Meilen London, Madrid, Tallinn, Amsterdam, Athen und Istanbul. Und das wäre dann natürlich auch der Buchungszeitraum wieder, klar Februar, aber der Reisezeitraum bei, der, ähm, bei den Kurzstrecken sind halt Dritter bis zum 30. April. Und es gibt eine Langstrecke Mexiko-Stadt mit 60.000 Meilen, das finde ich geil, Prämienmeilen natürlich 15.05. Reisezeitraum bis zum 30.06. Damit haben wir alles abgearbeitet. Die Sendung ist relativ kurz geworden. Haben Sie noch nicht mal mit 10 Minuten Röhre geschafft. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt länger reden soll. Aber ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV, dass ihr einen Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like da gelassen habt oder vielleicht auch am Stammtisch dabei seid. 19. Februar in Frankfurt, 20. Februar in Aachen und am 21. Februar in Genau. Also, ich freue mich, euch zu sehen, und ihr bekommt von mir natürlich wie immer an dieser Stelle auch einen Abspann. Also, danke, dass ihr dabei wart. Und ähm, schaut morgen wieder rein bei Frequent Traveler TV. Ne, heute sogar. Also, heute oder morgen. Also, quasi immer, wenn wir unsere tägliche Sendung zu mehr Meilen, mehr Punkten und mehr Status machen. Also, danke euch. Bis dann. Ciao. Jetzt aber raus hier. Und zehn Minuten immer noch nicht geknackt. Kurze Sendung. Also, bis dann. Ciao. <music>